So, ein Oni aus der Puste ist wieder Jetzt musste ich extra zur Gästetoilette runterrennen, weil oben besetzt war. Klasse. Ich esse gerade Sahnehering. Nimm das für Steich. Wird es jetzt eigentlich gerade Tag oder? Weiß nicht. Es wird gerade erst Tag, oder? Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeguckt. Also, ich habe in der Wüste einen Geist vergessen. Eine Geisterseele. Die offenbar ganz im Westen beim Hylia-See am Rand irgendwie zu sein scheint. Das sind jetzt mindestens 10 Minuten, die ich rumgammeln müsste, bis der Tag, der zu Nacht wird. Oder wird's gerade Nacht? Ne, es wird Tag. Ein Herzteil gibt es offenbar hier vorne nicht. Da habe ich mich versehen. Dementsprechend kann ich eigentlich direkt in den Dungeon reingehen, oder? Oder besorge ich mir jetzt in der Wüste noch einen Schleim? Ich weiß es nicht. Hol ich mir einen Schleim oder nicht? Das dauert auch wieder, bis ich denn da bin. Ah, komm, scheiß drauf. Ich habe hier noch die Zelda-Karten notfalls. Nee. Das heißt, die Trillhöhle zählt zur Wüste und der Tempel hier zählt für sich selber. Gut, dann Wüstentempel-Action. Ich überlege gerade, hatte ich eigentlich letztens Zelda immer wieder gecuttet in verschiedene Abschnitte, wenn ich länger gespielt habe oder nicht? Wäre jetzt mich perfekt die Gelegenheit, wieder dann einen Cut vorm Tempel zu setzen. Ja, Mulgeras, ist klar. Ekelhafte, realistisch aussehende Mulgeras. So. Wie war denn das hier nochmal? Achso, so war das, genau. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich hier in dem Raum gehangen. Wo ich das letzte Mal gespielt habe. Was eigentlich traurig ist, wenn man es mal genau nimmt, aber. Passt schon. Ich dachte für einen Moment, ich könnte à la Mario oder drauf irgendwie. Achso, kleines Muschel-Skelettkrieger. Aha. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich könnte hier wie einen gewissen anderen Mario spielen. Aus dem Sand raushüpfen. Das funktioniert aber nicht. So, lass ich raten. Dich konnte ich doch auch zu mir ziehen, oder? Weil im Sand kann ich dich nicht packen. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Aber die sind so ekelhaft, die Viecher. Igitt. Nö, ich muss ja eigentlich nur auf die zwei Stempel und auf die zwei Herzteile achten in den Räumen hier. Genau. Man braucht hier die Lampe im Dungeon so ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist es jetzt ganz praktisch, dass ich jetzt doch noch eine leere Flasche hatte. Dass ich jetzt Öl mitnehme. Also ich wusste, dass man Öl hier einsammeln kann. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich es wirklich brauche. Deswegen, das ist jetzt, ja. Man hier drinne irgendwo was irgendwas Öl. Nö, ich glaube nicht. Hat einen kleinen Schlüssel, öffnet die Türen, allerdings nicht. Was? Ich weiß wieder, was hier ekelhaft war. Igitt, Igitt. Das war der Ekel-Dungeon. Nee. Kleine ekelhafte Käfer, die auf mir rumkrabbeln. Oh, das ist pervers. Okay, Hauptraum. Ich brauche Licht. Also, Skelettarmee wieder. Warum ist hier so. Ich meine, die sind zwei Shot, aber trotzdem. Irgendwie. Warum sind hier so viele von denen? Auch wenn. Ja, gut, sie haben nur zwei Herzen, also. Hier, mich hat Damage gemacht. Die machen ein Herz Damage und haben. Einen guten Attack-Speed oder eine Reichweite, je nachdem, wie man es stellen möchte. So, ich habe jetzt noch ein blaues Gelee und ich habe noch vier Herzen und keine Fee mehr. Weißt du. In der Dungeon ist eigentlich echt cool gemacht. Eben AFK, Tala Big Bang. Ja, der Dungeon selber an sich ist auch cool gemacht.
Er hat auch ein extrem cooles Feeling. Aber grundsätzlich ist er jetzt irgendwie. An manchen Stellen ist er schon eklig. Muss man ihm lassen. So. Ja, eklig. Und irgendeine Stelle war nervig. Weil ich die nie verstehe, wie was ich machen muss. Ich weiß auch gar nicht, welche es ist. Also, mir fällt gerade ein. Ja, 4 Herzen. Ein, zweimal kann ich mich noch treffen lassen. Aber ich glaube, dann ist langsam gut. Dann muss ich das Bauelixier nutzen. Ich war gerade ganz weit links, aber okay. Teleport links strikes again. Vier Lampen. Die mir Feuer außer eigenes klauen. Ist überhaupt nicht aus einem anderen Zelda abgeguckt. Überhaupt nicht. Ach so, und Flammen sind weg. Tor geht zu. Danke dafür. Die sehen extrem gruselig aus. Also, das muss man denen aber lassen. Also, die Dinger zählen wie normale Geisterseelen, wenn man sie killt. Das schon vorweg. Aber überleg mal, also das ist wirklich, glaube ich, eines der gruseligsten Designs überhaupt in irgendeinem Zelda. Ja, die haben ganz normale Geisterseelen auch, wie die anderen Geister. Haben aber ein spezielles Dungeon-Design. Und vor denen später im Schloss. Die später im Schloss, das waren aber ja, glaube ich, Soldaten, meine ich. Aber ja, die sind auch gruselig. Die haben schon, die sind schon ein bisschen hart. Ich meine, gut, Twilight Princess ist das düsterste Zelda neben Majora's Mask. Wobei Majora's Mask ist vom Feeling her und von der Story her extrem düster. Twilight Princess ist halt vom Design her düster. Schnüffeln. Geruch von Yulia vergessen, neuen Geruch merken. Ja. Geruch der Geister gewittert. Geruch der Geister gewittert. Finde das Problem. Geruch der Geister. Moment. Zack. Link, ich drücke den ZL-Knopf zum Anvisieren. Was ist das Problem? Der springt ja auch noch da hinten. Was ist euer Problem, Kerle? Meine Güte. Oh. Also, er hat immer noch Leben gehabt. Okay. Weiß gar nicht, wie lange dauert der Dungeon immer so. Du hältst die Dungeon-Karte. Irgendwie, ich unterschätze diesen Dungeon immer. Der ist ja in zwei Hälften quasi aufgeteilt. Er kommt mir irgendwie mal kurz vor, aber eigentlich geht er doch länger. Kann das sein? Also 2 Stunden muss ich mindestens, glaube ich, einschätzen jetzt für den Dungeon, oder? Mindestens. Das heißt bis 10:30, halb 10, mindestens. Das ist ein Herzteil, sammle. Das war ein sehr einfaches. Ah, okay, ja gut, ich kann mich auch noch. Ich glaube, ich werde absingen. Ich glaube, ich werde absingen. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Link? Uff, keine Ahnung, ich neige dazu, mich zu verlaufen. Das Einzige zu bewundern. Und dann das Design zu bewundern, braucht meine nächsten 3 Stunden. Ja, gut. Design. Das kann ich ja mittlerweile gut, wenn ich Spiele nochmal wieder spiele. So. Hatte man hier halbwegs Narrenfreiheit oder musste man einen speziellen Weg gehen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ja, das war der Raum. Klasse. Ich weiß, dass der Dungeon hier ein bisschen verwirrend war zu Anfang. Ein bisschen.
Genau. Ich habe keinen Schlüssel, oder? Nee. Gut, dann weiß ich auch, wo ich jetzt hin muss. Bedenke, das muss auf der GameCube laufen. Ja, gut. Für GameCube ist das schon ein gutes Design. So, wühlen. Vor allem die HD-Variante ist halt wirklich nur ein bisschen weniger an Pixeln und hat ein paar schärfere Texturen. Aber ansonsten, die Objekte und die Grunddesigns sind ja gleich. Schon relativ gut. Vor allem die große Wüste. Da merkt man dann halt schon, dass die GameCube schon ein bisschen Power hatte. Irgendwo war doch hier gerade noch einer. Ja. Zack. So, das ist jetzt das Einzige, was mich stört, weil ich nie weiß, wie genau das Ganze funktioniert. Man dreht das Ding hier und der Raum darüber verändert sich. Aber ich vergesse immer wieder, in welchem. Okay. Moment. Vergesse immer, in welchem Rhythmus. Nee. Wie habe ich dich besiegt? Ich wollte gerade den L-Knopf drücken, wie im Breath of the Wild, um das Ding explodieren zu lassen. Das ist doch. Was für ein Vieh ist das nochmal? Jeden Fall eins, was relativ schwach ist. Okay. Ich habe jetzt mehr erwartet. Das Spiel war mit Sicherheit eine richtige Herausforderung zu programmieren und zu planen. Das waren echt große Ambitionen für die verfügbare Hardware. Ja, zumal es ja auch noch auf der Wii gleichzeitig rauskam. Und die Wii war zwar jetzt grafisch vielleicht nicht stärker als die GameCube, aber sie konnte halt theoretisch mehr Sachen, glaube ich, darstellen. Oder wie war das? Weil halt die Hardware an sich ein bisschen besser geworden war. Oh. Ich weiß gerade wieder, was mich verwirrt hat. Jetzt habe ich zwar da. Ach, ich habe den kleinen Schlüssel jetzt, genau. In die Richtung kann ich nicht mehr weiter. Okay, also wieder rückwärts. Jetzt ist wieder der normale Teil oben verfügbar. Kann ich echt nicht. Ne, ich kann echt nicht. Ja, weiter, okay. Würde aus dem Raum nicht rauskommen, weil. Ich dachte, ich kann da oben dann auch die Wand verdrehen. Das Ding hatte 43 MB RAM. Weniger als Windows 98 als Mindestanforderung hatte, nur für das OS. Was? 43 MB Arbeitsspeicher? What the fuck? Der GameCube? Wirklich? Das ist. Oh. Wenn man dann überlegt, was man heutzutage für einen RAM braucht, teilweise, um überhaupt das Ganze zu emulieren, das ist schon interessant. Weil ja, emulieren muss halt quasi. Ah, ist natürlich so eine Sache. Weil es mittlerweile relativ gut geht sogar. Du verstehst jetzt, wieso ich das so begeistert von bin. Ja. Heutzutage sind 8 MB, 8 MB, ja. 8 GB sind teilweise zu wenig für einfache Programme. Oder Bildbearbeitung. Und dann kommen die da an und haben sowas wie Twilight Princess. Ich wollte den da haben, nicht den Rubin. Und Twilight Princess mit 43 MB oder so nur. What the fuck? War es vorhin nicht da, wo ich von Breath of the Wild geredet habe? Ich habe es heute ein bisschen gespielt und ich habe eine. Ich habe, glaube ich, die letzte Herausforderung, die mir noch übrig blieb im Spiel, heute geschafft. Und ich habe kennengelernt zu lieben, wie Gyro-Steuerung fürs Zielen mit dem Bogen extrem Sachen vereinfacht. Ach ja. Also, ich hab jetzt quasi den Master-Mode für mich auch durchgespielt. Ohne jetzt was zu spoilern. Wobei, hast du die DLCs gekauft eigentlich? Bei Breath of the Wild? Weil das, was ich spoilern könnte, ist halt DLC-Inhalt.
glaube, das war das DLC nicht gekauft, wenn ich mich nicht irre. Nein, das mache ich, wenn ich es durch habe. Also zwar 2064. Eigentlich musst du es dieses Jahr durchspielen. 2020 ist das Jahr schlechthin. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich sterben werde? Moment. Moment. Ich traue diesem Rat da nicht. Ich traue ihm einfach nicht. Oder? War doch. Nicht überhaupt richtig. So, jetzt muss ich ganz schnell drunter durchrennen, aber wie war das? Ja. Will ich auch, schaffe ich auch. Denn ihr nötigt mich. Ich sag mal so, also wenn du dich auf das Nötigste konzentrierst oder wenn du nicht von jeder Kleinigkeit abgelenkt, okay, ich höre schon auf zu erzählen, weil das funktioniert eh nicht. Man lässt sich halt von jeder Kleinigkeit ablenken. Und wenn sie noch so klein ist, könntest du. Danke. Ja, aber grundsätzlich, ich glaube, ich habe für meinen Master Mode Run, wo ich wirklich zielstrebig gerannt bin, 50 oder 55 Stunden gebraucht gehabt. Von dem, was ich aufgenommen habe. Es waren quasi alle Schreine und. Ja, nee, Story gar nicht mal. Will ich nur die Schreine. Und so ein bisschen Nebenkram auf der Karte. Ja, aber genau das macht an dem Spiel so viel Spaß. Ich renne jede Ecke und erkunde alles. Das Problem ist, das Spiel belohnt dich halt dafür nicht mal. Weißt du, du findest da voll die geile tropische Ecke irgendwie. Mit voll dem geilen Sandstrand. Und was bekommst du als Belohnung? Zwei, drei Crocs, die da rumkriechen. Also, von dem Punkt her gesehen, ist das extrem billig. Aber ja, man sieht halt nette, schöne Punkte. Man kann Anspielungen an alte Zeldas auch erkennen. An manchen Flecken. Hatte ich jetzt eigentlich schon. Hatte ich. Moment. Ich habe auch keinen. Ihi. Ist das jetzt eigentlich einer, der kreischt und mich betäuben kann oder nicht? Oder ist das ein normaler? Weiß nicht. Wieso gibt es in dem Spiel keine Feuerpfeile? Ist so einfach. Ich habe jetzt schon 85 Stunden laut Switch-Profil. Ja, aber du hast ein paar Mal angefangen von vorne. Von daher. Ein leuchtendes Erzblumen reicht mir. Hauptsache was zu mitnehmen. Ja, das leuchtende Erz ist sogar halbwegs, nicht wichtig. Aber ich sag mal so. Das leuchtende Erz solltest du dir eventuell aufsparen. Heute habe ich Gott sei Dank mein MacBook auch eingerichtet. Mein PC macht irgendwie nichts mehr so richtig. Er braucht dringend eine neue Installation, glaube ich. Ach so. Stimmt, da war gestern. Da war ja was. So, jetzt habe ich einen Schlüssel. Jetzt kann ich dadurch, oder? Du wirst gar nicht wissen, was ich an Erzen. Glaub mir. Die Erze, die du hast. Sei froh, dass du sie aktuell alle hast. Die sind später ganz schnell weg, wenn du weißt, wie du sie richtig benutzt. Beziehungsweise, wenn du weißt, was du davon gut machen kannst, was du daraus für geile Items holen kannst. Und ich spoilere nicht zu so viel, wenn ich sage, dass diese Items Pfeile sein werden. Ich bin extrem geil auf Pfeile in dem Spiel. Pfeil und Bogen ist die Top-Waffe, meiner Meinung nach. Und wenn du Amiibos benutzt, kannst. Oh, stimmt. Ich glaube, der Zelda, die Zelda-Amiibo-Karte. Wo ich aber gerade nicht mehr weiß, ob die bei den Karten bei war, die ich jetzt dir gegeben hatte damals. Ja, das war der Betäubi. Das war der Betäubende, das war der Betäubende. Nein, 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 nein. Lass mich. Mit der Zelda-Amiibo-Karte kriegt man einen extrem geilen Bogen. Der macht zwar nur 30 Damage, aber der verbraucht, glaube ich, keine Pfeile. Achso, okay, die kann man aber ins Hund ganz gut machen. Ja, irgendwie zumindest.
Ja. Braucht keine Pfeile. Hat, glaube ich, 100 Schuss oder so. Hat nur 30 Damage, aber der schießt ohne Bullet Drop quasi. Also er schießt wirklich immer in eine Richtung, ohne dass der Pfeil irgendwie nach unten fällt. Das heißt, da wo du hinzielst, triffst du auch. Das ist das Geile an dem Bogen. Aber bis du den mal aus einem Amiibo rausbekommst, ja, vergeht ein bisschen was an Zeit. Macht doch am meisten Spaß, aber hat immer so wenig. Für 3 Rubine an Terry verkloppen. Weiß nicht. Ich für 3 Rubine. Die sind nicht mal 3, die sind 30 Rubine. Also das Bernstein ist, glaube ich, 30 Rubine. Und ja, im Endeffekt, du kannst die Erze für 2 Sachen nutzen. Die eine Sache, die du später machen wirst, ist für Rubine. Die andere Sache sage ich jetzt mal nicht. Aber jetzt auch nicht so spezielles, nichts Wichtiges, sag ich mal. Ja, ich habe allerdings benutzt. Habe etliche Bombenpfeile bekommen, ein paar mediocre Waffen. Ja, wie gesagt. Ich glaube, bei dem Amiibo-Set war die Zelda, die Twilight Princess Zelda, glaube ich, nicht bei. Oder doch, sie war dabei, aber nee. Ich glaube, Link war doppelt statt einmal Zelda. Da hatten sie wohl eine Karte falsch beigepackt damals. Aber da ich ja Zelda, glaube ich. Nee, ich hatte Zelda nicht im Regal liegen. Oder war. Nee. Ist auch egal. Irgendeine hatte gefehlt, aber war egal, weil ich habe die eh schon gehabt. Als richtiges Amiibo. Du kannst die Amiibos einmal am Tag machen. Ja, für die Bombenpfeile ist ganz nett. Moment, hier ist doch. Ja, das hatte ich mir richtig im Kopf gehabt. Den hätte ich nämlich sonst vergessen wahrscheinlich. Hi. Kumpel. Versteckst dich einfach so hinter einer Wand. Nee, Zelda war schon dabei. Ich glaube, Link war doppelt. Weil der Twilight Princess Link. Einer hat nämlich gefehlt gehabt. Ein spezieller. Weil er falsch bedruckt und falsch eingescannt war auf der Karte. Dann kann es sein, dass es der Twilight Princess Link war, der fehlt. Also, ich glaube, bei dem Set, was ich dir gegeben hatte, war eine Karte nämlich doppelt. Und eine fehlte. Ich weiß aber gerade nicht, welche. Könnte Twilight Princess Link sein. Wobei, nee, Twilight Princess Link gibt ja Epona. Die war ja dabei. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die Zelda-Karte auf jeden Fall, die müsste den Bogen geben. Und der Bogen ist extrem geil. Man kriegt aber den Bogen nur einmal pro Amiibo. Das heißt, du musst den Bogen erst aufbrauchen, bevor du ihn wiederbekommen kannst. Du kannst ihn quasi nicht vorausfarmen. Das ist dann immer so ein bisschen nüchtern gewesen an der Sache. Ist auch nicht der stärkste Bogen, gibt stärkere Bögen. Aber der Bogen ist halt geil, weil er halt wirklich geradeaus geht. Bei Prinz Zelda ist doppelt. Okay, die Zelda ist doppelt. Dann fehlte wahrscheinlich der Smash Bros. Link. Mit dem man Epona freischaltet. Das könnte gewesen sein. Ich weiß nämlich, dass eine Karte, also eine Amiibo-Karte, doppelt war und eine gefehlt hat. Das wusste ich noch. Oh halt, ich glaube, ich weiß, was da hier Sache war in dem Raum. Moment. Der Raum gerade dunkel geworden? Geisterratten! Aber zumindest habe ich mich an den Raum halbwegs erinnert. Wie gesagt, ich habe heute diese spezielle Mission, sage ich mal, diese spezielle Quest geschafft oder gemacht. Und ich weiß nicht, warum ich mich beim letzten Mal oder vor. Also der letzte Save, den ich hatte, war vom Juni 2018. Und heute halt dann der nächste neue Save. Dementsprechend, ich frage mich, was ich damals ein Problem hatte mit der Quest. Oder mit der Aufgabe, sag ich mal. Die ist, wenn man so ein bisschen Videotutorial nebenbei laufen hat und ein bisschen das Gameplay beherrscht, dann ist das ganz gut machbar gewesen eigentlich. Twilight Princess Link ist nicht drin. Kann aber sein, dass die Karte. Wie gesagt, ich
weiß, dass eine Karte fehlte. Also eine Fähigkeit fehlte, die man sich freischalten kann. Also Item. Bedingt. Das könnte echt die Epona-Karte sein. Bin ich jetzt eigentlich hier schon richtig? Kann sein. Zwei Stück habe ich. Den habe ich gedreht. Wo ist eigentlich das zweite Herzteil? Nur so aus Interesse. Das würde ich eigentlich erst gegen Ende nutzen wollen. Um auffüllen. Aber Grund. Ja gut, und was noch fehlt, sind die Recken. Die Recken sind da auch nicht bei. Gut, die Recken-Amiibos geben jetzt auch nicht so das beste Equip, also das spezielle Equip. Aber es ist schon nett zu haben. Ist halt ein kleiner Bonus. Das Problem ist später eigentlich nur die meisten Amiibos. Lass mich raten, ich bin hier falsch gewesen. Ja, ich war hier falsch. Die meisten Amiibo schalten halt Links Kostüme frei aus älteren Zelda-Spielen. Es ist halt ganz nett, wenn man die hat. Also du kannst auch mit den Twilight Princess Klamotten rumrennen. Die meisten sehen aber jetzt nicht so toll aus. Und der Majora's Mask Link gibt halt das Uni-Set. Meine First Choice. Vor allem das Geile ist halt, die normalen Sets, sage ich mal ganz blöd gesagt, die man so bekommen kann. Oh, what the fuck? Will dein Leben, Junge. Die normalen grünen Gewänder, die man freischalten kann mit den Amiibos, die sind okay von den Stats. Die haben auch eine okay Fähigkeit drauf. Aber das Oni-Set hat die bessere Fähigkeit drauf und das bessere Design. Die Fähigkeit, die das Oni-Set hat, kann man auch durch ein normales Set im Spiel bekommen. Aber es ist einfacher, das Oni-Set mit den Amiibos freizuschalten, als die Rüstung auf der Welt quasi zu finden mit dem Set-Bonus. Hab letztens ein eBay-Listing gesehen mit 11 Amiibos, alles Zelda-mäßiges mit Wolf Link, ist dafür 100 Euro und dachte mir so, boah, das ist teuer. Bis dann drüber nachgedacht habe und gerafft habe, dass das quasi geschenkt ist. Und dann war es weg. Was? Was? Letzten eBay-Listing gesehen mit 11 Amiibos. Alles Zelda-mäßiges mit Wolf Link, etc. für 100 Euro. Und dachte mir so, boah, das ist teuer. Bis dann drüber nachgedacht habe. Ach so, okay, ja gut. Richtige Amiibos, 11 Stück, ist sogar für 100 Euro ganz okay. Die kosten ja normalerweise neu 15 Euro bis 20 Euro, je nachdem welches sind. Die älteren Zelda-Amiibos sind alle teurer teilweise. Also der Guardian, der Wächter, kostet ja schon neu 20 Euro. Für meinen Zelda-Amiibo, also Zelda selber, habe ich 23 bezahlt und aus Japan importiert. Grundsätzlich kaufe ich aber nur Amiibos, wenn sie günstiger sind oder reduziert sind. Für die Recken zum Beispiel, das waren 4 Stück, habe ich 60 Euro bezahlt. Die Zelda-Amiibos werden ultra teure einzeln gehandelt. Ich glaube, Wolf Link war das. Ja, Wolf Link auch. Also sag mal so. Die Figuren selber sind natürlich Sammelware. Das ist hier so ein Punkt. Einerseits. Ach mal, ist das dein Scheiß Ernst? Obwohl du ganz hier hochspringst. Einerseits okay, dass die Dinger so einen Wert haben. Weil so sind sie halt was Besonderes. Andererseits sind halt Ingame-Sachen dran gekoppelt. Ich sag mal! Es sind halt Ingame-Items an Amiibos gekoppelt. Und das ist halt der Punkt, wenn du dann irgendwie 30 Euro für ein Amiibo zahlen sollst, nur weil es nicht mehr hergestellt wird. Oder nur speziell zu einem Anlass kam. Aber auch nur dieser Amiibo das dann freischaltet. Das ist meiner Meinung nach dumm. Unfair, dumm und bescheuert. Von Nintendos Seite aus. Ich sterbe jetzt, oder? Ich werde jetzt sterben, weil ich daneben gelaufen bin. Ja. Dementsprechend sind halt die Amiibo-Karten für rund 20 Euro. Mit allen Zelda-related Karten. Ich glaube, 24 Zelda-Karten gibt es. Für rund 20 Euro oder so. Ach so, wenn ich. Haha, ja. Es ist quasi wie in ein Loch reinfallen. Ich
bekomme 4 Herzen oder. War das jetzt 4 oder 2 Herzen Schaden? Auf jeden Fall viel zu viele Herzen Schaden. Okay, das Herzteil ist extrem weit noch weg, meine ich. Nehme ich jetzt mein blaues Elixier oder nicht? Riskiere ich es oder riskiere ich es nicht? Ich meine, ich spawn ja eh am Anfang des Raumes wieder, von daher. Und höher kann. Also. Der Death Counter kann eigentlich nicht sehr viel höher werden, teilweise. Von daher. War schon. Stempel, Mietner überrascht erhalten. Ja, und dass ich raten, ich müsste eigentlich. Dein fucking Ernst unten. Das kann ich nicht dahin ziehen wahrscheinlich, oder? Wobei ich jetzt gerade genau Zelda Amiibo-Karten. Die Amiibo-Karten sind halt kostengünstig und man kann halt die Ingame-Items bekommen damit. Wenn man jetzt die Figur nicht unbedingt braucht, ist es okay. Die Figuren sind halt nett, aber man braucht durch die Karten halt nicht unbedingt die Amiibos kaufen. Wobei man sagen muss, die Karten sind halt mehr oder weniger illegal. Oder Piraterie auf höchstem Niveau. Aber wenn Nintendo halt die Amiibos selber nicht zu einem vernünftigen Preis anbietet. Nein, 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 nein. Wenn Nintendo es halt nicht hinbekommt, Amiibos nachzuproduzieren und zum vernünftigen Preis anzubieten, dann werden die Leute halt sich Amiibos selber erstellen mit einem Gerät, beziehungsweise die Amiibo-Karten kaufen. Also, die brauchen sich dann auch nicht wundern, meiner Meinung nach. Ah, bin echt geehrt, hätte ich gern gehabt. Wir haben jetzt so ein 5x5-fach IKEA-Regal bestellt. Hätten sie sogar reingepasst. Weißt ja, diese quadratischen. Also, die Billy-Regale. Ich habe ja zwei verschiedene Arten hier im Zimmer stehen. Ich habe ja einmal diese 2x2 Kästen mit den Schubfächern drinne. Und ich habe solche schmalen Regale, die jetzt bis fast zur Decke gehen. Wahrscheinlich habt ihr ein 5x5 Billy-Regal. Ja. Die sind schon ganz nett. So. Moment. Link werfen. Lass ich raten, das bringt nichts, den da zu attackieren, während. Ja. Der Raum ist noch nicht gestartet. Ich habe jetzt zwei Optionen. Option 1. Ich sterbe. Achso, nee, Kallax-Regal, okay. Option 1, ich sterbe. Option 2, ich nehme mein scheiß blaues Elixier. Das hier. Nur in schwarz und nicht schwarzbraun. Kurz an. Ah ja, Kallax. Meinst du die? Oder sind das? Okay. Ich habe auf jeden Fall so ein Ding, nur mit 2x2. Und in weiß und dicker, glaube ich. Und ich habe dann, glaube ich, die Billy-Regale. Wir fortsetzen. Ey, zumindest habe ich jetzt zwei Herzen mehr als vorher, von daher. Also. Ich könnte auch meinen Zelda-Amiibo nutzen, theoretisch. Das normale Zelda-Amiibo lasse ich mir offen, dass ich es einmal nutze. Das könnte jetzt in die Hose gehen. Scheiße. Link, renn. Link, renn. Renn einfach. Okay. Kommt an die Wand links neben meinen Schreibtisch. Vielleicht noch ein zweites daneben. Und die unteren beiden Reihen mit Kästen drin. Sieht hoffentlich richtig gut aus dann. Weil wir auch viel Modell bauen, etc. Wie? Ich dachte, Robin baut so viel Modellkram. Also, ich war zwar lange nicht mehr bei dir. Aber so groß habe ich die Wohnung jetzt auch nicht in Erinnerung. Passt das da überhaupt dann alles noch so rein? Das wirkte nämlich das letzte Mal schon recht eng, sag ich mal. Mittlerweile recht viel mit. Ach so, okay. War es nicht auch mal im Raum gestanden, dass ihr irgendwie umziehen wolltet irgendwann mal?
Oder ist das mittlerweile schon wieder verflogen, der Gedanke? Lass dich raten, da drin ist jetzt auch nochmal ein Geist. Sofatisch und anderer Tisch sind raus. Sofatisch und. Ah, okay. Das Sofa und der Tisch haben halt relativ. Also die beiden Tische und das Sofa haben relativ viel Platz weggenommen. Das habe ich in Erinnerung gehabt. Nebenbei. Diese Statue hier, die sieht so ein bisschen aus wie aus Ocarina of Time beim Wüstenkoloss. Kann es sein, dass man eventuell den Wüstentempel hier an der gleichen Stelle gebaut hat wie den Wüstenkoloss? Das würde ja loremäßig hinkommen. Theoretisch. Gab es. Scheiße. Gab es für das Rätsel hier Tipps oder musste man einfach nur drauf losraten? Wie war das nochmal? Es war ja die Reihenfolge, in denen man die Flammen anzündet. Ansonsten werden, glaube ich, Städte gespawnt. Gab's dafür eine richtige Reihenfolge? Also, ein Tipp irgendwie? Oder einfach nur drauf losraten? Ja, ich hab's gerade gesehen in dem Moment. Scheiße. Es gab dafür einen Tipp. Aber ich habe meinen Tipp gerade zerstört. Die Schädel, die davor liegen, sagen an, wie viel. Ja, welcher an welchem Punkt dran ist. Au. Ich muss den Raum nochmal neu betreten. Moment. Ich habe meinen Tipp zerstört. Du warst leider zu schnell. Hab's gemerkt. Da ist die Wand ganz rollend. Die ist über 5 Meter lang. Naja, 4,6. Bisschen war vertan. Aber trotzdem zweimal 1,8 unterzubringen. Ja. Das kommt davon, liebe Kinder, wenn man einfach so drauf los mit dem Schwert rennt. Achso, oder Moment. Eins. Zwei. Aha. Ich hab doch keine weggehauen, aber ist trotzdem hin. Soll hier noch eine Kiste erscheinen oder nicht? Also zumindest sehe ich keine Kiste auf der Map. Ah, scheiß drauf. Okay, nö, hier kommt nichts mehr. Okay. Oh. Fight, 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 wo ist er? Da ist er. Ach, das war der. Das ist eigentlich der letzte Geist, den man hier jetzt bekämpft. Und es ist für mich aber der vorletzte. Wo war nochmal das Problem mit dem hier? Man kann nur einen anvisieren, oder wie war das? Nein. Okay. Irgendwann halten sie an. Ah, okay. Ist ja doch recht simpel gewesen. Achso, und ja, Fangstoß. Die Spülhülfe, glaube ich, auch. Oh, Alter, die sind so ekelhaft. Ja, was heißt ekelhaft? Die sind halt, sie sehen halt extrem creepy aus. Die sind halt wirklich. Ja gut, die normalen Geistertypen sehen auch creepy aus, wenn man da mal genauer hinguckt. Aber die halt mit ihrer Kutte, die haben sowas Dementorenmäßiges irgendwie. Ob die wohl davon so ein bisschen inspiriert sind? Okay, Dementoren mit einem Weißfetisch. So. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich überlegen muss, wo war der letzte nochmal? Ja, Link, mach schnell, mach schnell. Link, 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 Link. Zieh dich hoch. Okay. Ach so, ich wollte gerade sagen, okay, Midna macht ihm die Tür mal dann auf.
Invertierte Dementoren. Das hat aber auch ein Glück im Unglück. Ja, bezogen auf was? Ich glaube, hier unten war noch einer. Aber dazu musste ich das Ding, glaube ich, drehen und dann musste ich oben den Raum. Ah, okay, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, wie es ging. Ich überall runter in den Treibsaal und stipp's immer fast. Achso, deswegen. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, wie das ging. Moment, genau. Dafür war ja hier. Ja. So kommt man hier nämlich wieder hoch. Eigentlich. Moment. Finde den Fehler. Ja, ist okay. Ah, scheiße. Oh, wow, 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 weiter, 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 weiter. So. Da dürfte jetzt eigentlich mein letzter Geist sein. Die tot. Gut. Hi. Den kann man relativ leicht übersehen. Und der kann halt einen Geist beißen. Das ist auch irgendwie extrem interessant. Am Schluss. Das Einzige, was mich an dem Dungeon enttäuscht, ist, dass die Musik so sehr im Hintergrund ist. Stimmt, auf die Musik habe ich jetzt relativ wenig bisher geachtet. Aber es ist jetzt auch keine großartige Musik, oder? Das sind einfach nur so leichte Trommelschläge. Das meine ich ja dann. Ach so, dass die Musik allgemein in den Hintergrund gerutscht ist in dem Dungeon. Ja, aber ich glaube, das ist auch passend für so einen Geistertempel eigentlich. Also, dann kommt man hier oben aber nicht mehr raus. Ey, jetzt im Ernst. Warum ist da unten eine Ratte gewesen? Dass wir die OT-Musik lieber im Schatten. Ja, gut. Moment, jetzt haben wir ein Problem. Karte ranhalten. Bin ich jetzt oben oder bin ich jetzt unten? Moment. Das Ding ist unten. Wo ist die Ratte? Da ist die Ratte. Was ist eigentlich diese, also im Chat die Symbole? Mod-Symbol ist klar, Prime-Symbol ist klar, aber was ist dieses, diese 1, dieses First? Was steht das Ding? First, ich habe keine Ahnung. Alte Autokorrekturen an Laptop erkennt OOT als Abkürzung informiert, formatiert das richtig. Was? Okay. Was? Autokorrektur am Laptop? Also am Mac meinst du? Interessant. Höchst interessant, dass sowas erkannt wird. Hier sind Abschnitte da hinten. Das ist Abschnitte. Hier sind noch eine Menge Truhen. Ach so, und da hinten ist die Tante noch irgendwo erst. Ganz am Ende. Stimmt. Jetzt hat man die noch gar nicht getroffen. Ich könnte auch einfach mein blaues Elixier nutzen. Founder unter den ersten 3 oder 5 Subs. Achso, insgesamt oder nur für den jeweiligen Monat, sag ich mal. Das wäre die nächste interessante Frage. Wahrscheinlich 3 oder 5 von den ersten allgemein überhaupt. Also wenn du jetzt nach einem Jahr sagst, ja, ich das habe jetzt nochmal, dann sieht man, dass du schon mal hattest, weil du einer der ersten warst. Insgesamt. Aber insgesamt nicht korrigieren. autocorrect at its best. Ach so, genau, das war der geile Raum, wo man. Ah, genau. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Das ist ein Game Over, oder? Ich habe nur 2 Leben noch gehabt jetzt und.
Ich bin so kurz davor, die dran zu halten. Ich könnte auch einfach aus dem Tempel rausgehen und mir ein rotes Elixier oder eine Fee besorgen. Oder eine Quelle reinstellen. Oder ich nutze einfach die Amiibo-Karte. Weißt du was? Ich werde jetzt einfach meinen heutigen Tagesjoker nutzen. Leck mich. Herzen aufgefüllt. So. Sehe es nicht ein, das blaue Elixier zu nutzen, wenn ich hier eine Zelda-Amiibo-Karte rumliegen habe. Ja, wir haben ja gestern, glaube ich, ausgemacht. Oder ich habe gesagt, Zelda-Amiibo werde ich nur einmal pro Stream nutzen. Einmal pro Tag halt. Also auch nur die eine Karte, die hier liegt. Die ganzen anderen Zeldas, die ich besitze, die würde ich echt nur dann nutzen, wenn ich am Erkunden bin und mich nicht irgendwie für eine halbe Stunde in die Quelle reinstellen wollen würde. Es würde zwar ein bisschen so die... Ja. Entweder stelle ich mich für eine Minute in die Quelle rein oder ich halte die Karte dran. So oder so würde ich halt die Challenge vereinfachen. Ich könnte natürlich auch ein... Was ist jetzt... Was ist dein Scheißproblem, Link? Hab's praktischerweise in der Zwischenablage. Das ist nicht positiv, wenn du das... Das zieht vier Herzen ab! Im Sand ersaufen zieht vier Herzen ab. Fuck you too, Game. Fuck you too. Okay. Was sterben, Zelda nutzen statt Game Over. Stream neu starten, da es dann ein neuer Stream ist. Profit. Ja, du weißt wie. Also ich habe hier die Karte, ich habe jetzt quasi nur noch zwei Karten hier liegen. Gendorf halt zum Aktivieren und Zelda als Joker. Und die anderen Zeldas könnte ich halt unterwegs nutzen, wenn ich gerade kein Elixier dabei habe. Und trotz. Nein. Nein. Es sind nur 5 Rubine, Link. Es sind nur 5. Ich kann mich halt in die Quelle reinstellen irgendwo. Wieso gefällt mir dieser Raum nicht? Soll das schon ganz unten sein? Kommt mir irgendwie falsch vor. Ich könnte halt Elixier nutzen. Also Herzen kann ich auffüllen. Halt eben die Karte dran halten ist halt einfacher und schneller. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ups, das Team ist abgebrochen. Ist dann wohl ein neuer. Ah. Ja, nee. Wie gesagt, ich habe jetzt nur eine Zelda hier liegen. Und beim Erkunden oder so wie gestern kann ich dann halt unterwegs theoretisch die anderen nutzen. Also für Dungeons oder sowas kann man ja sagen, ich nutze nur eine. Wobei ich bei der Trillhöhle möchte ich anmerken, mit der Trillhöhle könnte ich dazu verleitet werden, alle anderen auch zu nutzen. Weil ich glaube, die Trillhöhle... Ich möchte die Trillhöhle nicht unbedingt von vorne machen müssen, nochmal danach. Es wäre gecheatet dann mit den ganzen Zelda-Amiibo-Karten, wenn ich dann kurz vorm Sterben bin. Aber erstmal will ich gucken, wie weit ich kommen würde, wenn ich sie nicht nutze. Ich glaube, das ist okay. Ich könnte natürlich auch sagen, ich darf nur so viele nutzen, wie ich auch in echt besitze. Das heißt, ich dürfte 2 nutzen, weil ich habe Cheek und Zelda habe ich jeweils als Amiibo. Das heißt, ich dürfte theoretisch offiziell 2-mal benutzen, weil ich halt 2 gekaufte richtige Amiibos habe. Das können wir natürlich auch noch sagen dann bei der Trillhöhle. Wobei ich halt erstmal gucken will, wie weit ich mit den allgemeinen Heil-Items komme. Also blaues Schleimgelee, echtes Schleimgelee, Feentau und so weiter. Eine Zelda-Mimo-Karte gleich ein Dev. Was ist eigentlich los mit mir? Hab noch voll die Energie und bin gestern um 13 Uhr aufgestanden. Offiziell bist du gestorben, inoffiziell hast du das Amiibo benutzt, um dich neu zu starten. Deal? Also, jetzt nur auf die Trillhöhle bezogen oder allgemein bei Zelda-Amiibo-Karten? Also, wie gesagt, im Tempel ist es scheißegal. Im Tempel starte ich am Anfang des Raumes wieder. Nur auf die Trillhöhle. Okay, das... Ja, gut. Damit könnte ich leben. Also, ich beschränke... Ich glaube, das ist die falsche Richtung, oder? Ich jetzt auch noch nach oben.
Falsche Richtung, war klar. Bei der Trillhöhle könnte ich damit leben dann sogar. Dass ich erstmal nur meine normalen Heil-Items nutze, die ich habe. Und wenn die aufgebraucht sind und ich irgendwie noch nicht weit gekommen bin, dass ich dann notfalls noch auf die Zelda-Amiibo-Karten gehen würde. Aber speziell in der Trillhöhle wäre eine Zelda-Amiibo-Karte dann quasi ein Tod gleichbedeutend. Es ist halt wirklich dann nur, um nicht den ganzen Kram noch von vorne zu machen. Weil man hat es halt geschafft. Das ist auch bei den Mario-Hacks mittlerweile so meine Devise. Wenn ich irgendwie dann Level hab, der bescheuerte Sprünge hat und diese Sprünge echt beschissen sind oder ich den Sprung schon mal geschafft habe und dann nochmal lang müsste, dann habe ich mittlerweile für mich beschlossen, ja gut, irgendwann nutze ich Save States, weil ich will irgendwann auch nur noch durchkommen. Bringt das eigentlich irgendwas, das Ding nach oben wieder zu drehen? Ich glaube nicht, oder? Höher? Nö. Im Endeffekt bringt das gar nichts. Ich brauchte nur den Schlüssel. Außer deiner einen pro Tag. Kannst halt gut verstehen, dass man da nicht immer resetten will. Ja. Wie gesagt, die Challenge an sich ist ja, dass ich den ganzen extra Schaden nehme. Und ich bin ja schon fast 30 Mal gestorben mittlerweile. Das sind dann halt solche dämlichen Deaths halt. Wo man halt ganz blöd irgendwo runterfällt mal. Oder blöd getroffen wird. Oder das hinauszögern will, irgendwie sich zu heilen. Aber speziell die Trillhöhle, ich kann halt, ich sag mal so, ich könnte auch sagen, ja, dann gibt es halt keinen 100% Run und ich scheiß auf die letzten drei Geister, Seelen und auf die Trillhöhle, die sowieso keinen Bonus eigentlich bringt, wenn man es genau nimmt. Das kann man natürlich, könnte ich auch sagen. Und ja, dann sieht man die Trillhöhle gar nicht. Also von daher, die größere Challenge wäre wahrscheinlich halt dann wieder. Ja, was heißt größere Challenge? Ja doch, die größere Challenge wäre halt ein 3-Herz-Run. Und dann 100% mit 3 Herz. Achso, Moment. Ja, nicht da ist okay. Zack. Ein 3-Herz-Run hat nämlich das Problem, du kannst zwar theoretisch die Zelda-Amiibos nutzen, aber da, wenn du ganz blöd getroffen wirst, Strahlprinzen oder Schattengarden, die mehr als 3 Herzen Schaden machen oder mehr als 2,75. Da bringt dir die Amiibo-Karte auch nichts mehr, wenn du keine Herzen hast, die du überhaupt auffüllen kannst, weil du Instant Death bist. Das ist quasi dann ein No-Hit-Run. Und ein No-Hit-Run ist mir ehrlich gesagt dann doch zu viel des Guten. Es ist wahrscheinlich eher sowas, was Flo machen möchte oder was Flo machen kann. Der hat ja auch seinen No-Death-Run. Flo hat ja seinen No-Hit-Run in Dark Souls 1 geschafft. Hat er ja irgendwie monatelang für trainiert und geübt und immer wieder das Gleiche gemacht, was ich nicht machen wollen würde. Zumal Dark Souls ein bisschen schneller zu spielen ist bei einem No-Hit-Run als ein Zelda. Mal du extrem blöd teilweise sterben kannst. Moment. Ich hab doch gerade. Auch auf die Trillhöhle scheißen könnte ich gut nachvollziehen. Ja, aber wenn ich jetzt schon dann so viel mache und so viel einsammle nebenbei, dann mache ich auch die Trillhöhle. Wie gesagt, ich wollte ja sowieso 100% spielen, aber ich wollte mir das Spiel halt ein bisschen schwerer machen. Eben durch diesen vierfachen Schaden. Und keine Herzen finden. Es ist immer noch gut machbar, es ist immer noch keine richtige Challenge, aber es ist schon nerviger. Und es kann halt witzige Situationen dadurch geben. Was ist schlimmer als Ratten? Geisterratten. Was ist schlimmer als Geisterratten? Geisterzombie-Ratten. Ja, so ungefähr. So, jetzt ist natürlich die Wand wieder komplett weg. Scheiße. Andererseits kann man sagen, eine 3-Herzen-Challenge ist eine theoretische Challenge, die man sich auferlegen kann. Und die Challenge, die ich jetzt gerade offen habe mit Master-Modus, also Helden-Modus und dem Gandalf-Amiibo, das ist quasi eine Challenge, die es erlaubt, das Spiel schwerer zu spielen, aber gleichzeitig 100% machen zu dürfen. Also ich darf ja quasi wirklich alle Herzteile einsammeln. Und
hab gleichzeitig aber eine stärkere Herausforderung. Hätte ich hier schon längst was haben sollen? Moment. Nee, ich hätte noch nichts haben sollen, oder? Ohne Stacheln am. Oh nein. Was ist schlimmer als Geisterratten? Käfer. Eigentlich müssten wir auch mal wieder demnächst irgendwie Mario Party spielen. Oder irgendwas anderes. Theoretisch könnte man ja auch mal Smash Bros. Von der Couch aus spielen. Also Couch in Anführungsstrichen. Endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Also noch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben? Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen. Ja. Die Tante. Ich verstehe nicht, was sie sich bei der Tante gedacht haben. Sie wollten ein Item haben, mit dem man aus dem Dungeon rauskommt. Aber das Design. Nee, komm. Hätte man auch irgendwie einen Teleportkristall nehmen können. Statt der Tante. Es war storybedingt nochmal ein bisschen eingebaut, aber jetzt nicht so, also wo ich sagen würde, es hat's Not getan. Das hat jetzt irgendwie extrem Stil. Eingesunken und damit den Todesrotationsdingern entgangen. Ah. So, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich hier hin? Natürlich mussten beide direkt spawnen. Was zum? Link? Okay, das ist besser ausgegangen, als ich gedacht hätte. Alle Items durchtesten. Nein. Ich wollte rennen. Ich habe die Steuerung von Breath of the Wild heute komplett im Kopf noch. Also, wie gesagt, ich habe den ganzen Tag von 12 Uhr an oder so bis um fast 16 Uhr nur Breath of the Wild gespielt. Und ich habe jetzt die Steuerung mit dem Rennen, Springen, Schwertangriff, Blocken, Werfen und so weiter. Ich habe alles gerade in meinen Fingern noch drinne und spam halt quasi auf Y, um anzugreifen. Aber ja, das ist halt hier ein Item und kein Dingens. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Also warte mal, lass mich raten. Hat sich das Tor gerade geöffnet oder habe ich das... Ne, das Tor hat sich geöffnet, okay. Gut, gut. Wäre geklärt, wie ich weiterkomme. Link, Link. Das überlebe ich nicht, oder? Du überlebst doch. Hätte man das irgendwie besser machen können? Link, lauf, 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 lauf. Okay. Etwa knapp. So. Ah, okay. Dungeon-Item, ich komme. Lal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 a. Ich finde es aber halt echt interessant, dass der Sheik-Amiibo als Zelda zählt. Im Herzen auffüllen. Ich meine, es ist die gleiche Person halt, nur aber mit anderem Namen und anderem Design. Ach so, oh, stimmt, warte. Wo war jetzt hier der Trick dran? Das Schwert da ist gebannt durch die Seile und die Talismane. Und wir haben quasi ein Talisman jetzt weggehauen. Der ist cool. Ich weiß. Der ist extrem cool, der Boss. Also der Zwischenboss. Vor allem, weil es einfach nur optisch jetzt gerade eine Waffe ist. Oder auch nicht. Es ist ein Geist mit. Auch der sieht wieder so creepy aus. Der sieht auch wieder extrem creepy aus, weil er halt so eine Kutte trägt und dann davor ein Tuch hatte. Oh. Musste ich jetzt als richtiger Link?
glaube, Jump Attacks bringen ja nicht so viel in dem Teil, oder? Er ist halt extrem einfach zu bekämpfen, irgendwie. Oder hat er nochmal einen Trick gehabt, dass man achten musste? Er ist recht simpel. Ja, der sieht ein bisschen aus wie der Capra Demon, muss man sagen. Aus Dark Souls 1. So ein bisschen. Weil er halt auch so Hörner hat. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja heute jetzt dann diese harte Challenge gemacht in Breath of the Wild. Und das letzte Mal habe ich 2018, glaube ich, probiert. Nee. Eigentlich habe ich 2019 noch das letzte Mal probiert. Doch. Ja. Aber ich habe nicht gespeichert. Deswegen ist halt 2018 noch drin gewesen. Und. Wobei, nee. Es muss 2018 gewesen sein, das letzte Mal. Weil ich habe nämlich einen Buff drin gehabt schon. Dann habe ich doch 2018 das letzte Mal probiert. Ja? Nee, ich habe nämlich einmal hatte ich noch einen Stream gehabt, eine halbe Stunde. Nach Dark Souls. Damals. Das heißt, 2019 irgendwann habe ich doch. Oder Ende 2018 habe ich Breath of the Wild nochmal gespielt. Da hatte ich mit diesen Challenges extreme Probleme. Aber jetzt mittlerweile habe ich so viele Dark Souls ähnliche Spiele gespielt oder allgemein Dark Souls. Das hat mich so ein bisschen gestählt und mir gezeigt, warte mal, so schwer sind die Challenges gar nicht. Im Verhältnis sind sie sogar relativ einfach. Zack. Gut, ich muss mal sagen, wie gesagt, ich habe halt heute die ganze Zeit ein Video nebenbei laufen gehabt mit Tipps und Tricks. Achso, nebenbei, ich hätte mal lesen können. Den Prum, du hast den Beyblade bekommen. Durch den entsprechenden Knopf verdeuten, durch die. Ja. Man hätte es lesen können. Literally ein Beyblade, den wir jetzt haben. Das ist das schlechteste und unnützeste Item in jedem Zelda, aber es hat irgendwie trotzdem Klasse. Das Ding ist nur für da, um an solchen Schienen lang zu grinden und das war's. Also, es macht nicht mehr. Man kann damit zwar Gegner angreifen, aber es hat keinen Speed. Das Ding ist halt wirklich nur für Rätsel da. Also Rätsel in Anführungsstrichen. Aber ich muss sagen, dieses Item hat in Hyrule Warriors eine eigene Waffe bekommen für Link. Und da ist die Waffe, also das Ding, relativ geil. Man gleitet quasi das ganze Level auf dem Ding und schnetzelt sich durch die Gegner. Das ist relativ witzig. Macht zwar kaum Schaden, aber es ist witzig. Gut, es macht mehr Schaden als hier, aber ist ja trotzdem relativ unnötig, das Ding. Es ist mal ausnahmsweise ein neues Item für ein Twilight Princess, was es in einem Zelda vorher noch nicht gab. Wenn wir überlegen, die Fackel gab es schon mal, also die Lampe gab es schon mal, den Bumerang gab es schon mal, Schleuder, Angel, Eisenstiefel, Bogen, Greifhaken, die gab es alle halt vorher schon einmal. Okay, Wasserbomben gab es nicht, aber es sind trotzdem noch Bomben. Falkenauge ist ja nur ein Support-Item. Das kann man jetzt nicht als neu stehen lassen oder als sinnvoll. Ja, das Item ist auch neu. Ich nenne es jetzt einfach mal nicht, um es nicht zu spoilern. Wobei andererseits die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer dieses Stream-Projekt sich im Nachhinein anguckt und das Spiel nicht kennt, ist eigentlich relativ gering. Also ja, der doppelte Greifhaken, der ist auch neu. Der ist aber einerseits extrem, das heißt, er ist auf eine Art und Weise ist er extrem innovativ, auf der anderen Art und Weise aber irgendwie auch nicht. Ja, wir haben jetzt hier einen Dungeon, wir brauchen noch ein Item. Warte mal, Link hat einen Greifhaken, oder? Ja. Gib ihm noch einen zweiten, damit er dann irgendwie so sich links, rechts hin und her hangeln kann. Puh.
Boah, das ist die Idee. Es ist cool umgesetzt, es macht Spaß mit den doppelten Greifhaken. Aber es ist halt so bescheuert, dass man einfach ein Item ein zweites Mal bekommt, um dann daraus quasi ja, Rätsel ein bisschen anders mal zu designen. Danke. Ich glaube, in dem Raum hier gab es die Herzteile, oder? Das ist uncool. Ich kann nämlich im Sand nicht auf meinen Kreisel drauf springen. Oh oh, oh oh. Wenn ich jetzt einsinke, verliere ich 4 Herzen. Fuck. Also, ich hatte definitiv schon schlechtere Ideen von Nintendo gesehen. Ja, schlechtere Ideen gibt's schon. Aber halt, dass man ein Item nochmal bekommt hinterher, das ist halt. Ja. Das ist halt eine so simple Idee, wo keiner mit rechnet. Und ja. Das macht sie wiederum so geil eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Ich weigere mich, dieses blaue Elixier zu trinken. Ich weiß nämlich, dass es gleich ein Herzteil gibt. Ich sehe nicht ein, dass ich vorher jetzt noch mein Heil-Item nutzen muss. Wollte abspringen. Abspringen, abspringen. Ich gehe hoch. Wo ist das dämliche Herzteil hier? Hust, Gamepad als Controller, Hust, eine HD-Konsole mit 4 GB Speicher rausbringen, Hust. Zelda-Rechte an Philips verkaufen, Hust. Ja, gut. Die CDI-Zeldas, die ignoriert man. Die existieren eigentlich gar nicht. Und. Nee, die Wii U in Weiß damals. Nicht dein Scheiß Ernst jetzt, oder? Die hatte 8 GB. Und nicht 4. Das ist jetzt. Wow. Hast dein Lack aufgebraucht. Ja. Mir kommt eine ganz blöde Idee gerade. Moment. Das wollte ich gerade schon mal testen. Ich will jetzt was ganz Bescheuertes testen. Wenn theoretisch gesehen jede Zelda-Amiibo immer wieder einzeln pro Tag zählt, was ist, wenn ich passend zur Gandalf-Karte der Schaden, den Gegner zu dir zufügen, wurde bereits verdoppelt? Okay. Was ist, wenn ich jetzt nochmal einen zweiten Ganondorf dran halte? Der Schaden der Gegner. Okay, schade. Ah, verdammt. Mir kam die bescheuerte Idee, dass man den Schaden, den man vervierfacht hat, nochmal verdoppelt. Das hätte was. Dann wäre, glaube ich, eine 3-Herz-Challenge fast einfacher. Fast. Wobei man sagen muss, so eine 3-Herz-Challenge hat halt den Vorteil im Gegensatz zum vierfachen Schaden, dass eine 3-Herz-Challenge, wow, kann man halt im normalen Modus spielen. Das heißt, man findet Herzen, Gegner droppen Herzen und Gegner machen halt nicht mehr Schaden. Mann, bin ich hier gut gefallen. Und es bringt mir rein gar nichts, aber okay. Ich wette mit dir, dass jetzt hier drinne, dass da drinne jetzt gleich mein Herzteil ist. Wetten? Panik, Panik, Panik. Hallo, sterb. Tempel oder Herzteil? Wetten, Herzteil? Das ist. Es ist so typisch. Das war doch so klar, dass ich genau da vorm Herzteil sterbe. Ach, fucke die fuck. Ich muss 15 bis 20 Minuten auf Kam, meine Schwester um nicht aus den Feen weg. Hä? Deine große oder deine kleine Schwester?
Ich würde jetzt spontan sagen, deine Kleine. Weil die Große macht keinen Sinn. Mutter wollten die abholen, aber muss zum Notdienst. Ach so. Ah, also die Kleine. Ja, gut. Ich glaube, ein bisschen was kommt ja noch in den Dungeon hier. Vielleicht bist du passend zum Boss wieder da. Ja, logisch, ich meine. Hätte ja auch sein können, dass eine Große irgendwie zu Besuch ist oder so. Was weiß ich. Ich habe irgendwie gerade ein Problem. Ich muss in die andere Richtung. Link? Was sagt denn die Karte? Irgendwie ist da noch ein Herzteil. Da ist noch die Endtruhe. Oh, wir sind jetzt. Ja. Du bist passend zum Ende da, zum Ende weg, Fuchs. Das ist der letzte Raum vom Boss so ungefähr. Abend Flashbang. Haben wir Abend? Wir haben Abend. Okay. Richtig gesehen. Wir hatten einen 600.000er Kredit aufgenommen, als allein für die Nirren ein baufälliges Haus mit Grundstück kaufen. What? What? Was geht mit deiner großen Schwester? What the fuck? Ein 600.000 Euro Kredit als Alleinverdienerin für ein baufälliges Haus mit Grundstück? What? Okay. Hat das Grundstück wenigstens noch genug Wert, dass sich das lohnt? Aber ansonsten würde es keinen Sinn machen. 600.000 als Alleinverdienerin. Ein altes, baufälliges Haus mit Grundstück. Eieiei, ich meine, sie ist Lehrerin, aber trotzdem. So viel verdienen Lehrerinnen jetzt auch nicht. Das beste Kaufpreis ist 500.000, also nur 100.000, um das ganze Ding zu entkernen und neu aufzubauen. Ist das AD oder das andere? Das ist die AD-Variante, weil, wenn es nicht die AD irgendwie. Ach ja, nebenbei ein Stempel. Genau, wäre es nämlich nicht die AD-Variante, hätte ich jetzt keinen Stempel bekommen. Und ich hätte keine blauen Herzen für den Heldenmodus. Samt Gennendorf. Das ist zu wenig, viel zu wenig. Aber der Kaufpreis ist 500.000. Also nur 100.000, um das ganze Ding zu entkernen und neu auszubauen. Ach so. 100.000 hat sie quasi, um das Ding quasi abzureißen und neu aufzubauen. Okay. Das hätte ich auch wissen können, dass 100.000 Euro für Grundstück abreißen und neu aufbauen zu wenig sind. Das hätte ich auch so gewusst. Aber okay, sie weiß bestimmt, was sie da tut. Bestimmt. Also, habe ich jetzt eigentlich, ja, zwei Stempel habe ich, zwei Herzteile habe ich. Das heißt, ich habe. Ja. Ich habe eigentlich alles in den Tempel gemacht. Als ich 2 Wochen in mein Ferienhaus ging ohne Internet, habe ich einfach mal Twilight Princess ausprobiert und ich ging schon relativ weit. Nicht viel zu weit. Aber einiges. Der Gutachter sagte, da gingen mindestens 200 oder eher 2000 rein, da fast alles neu muss. So, nur weg. Ja, bis gleich. Ich weiß nicht, ob ich nach dem Tempel noch weitermache. Das entscheide ich gleich spontan. Ansonsten kannst du ja das Ende vom Tempel noch im VOD angucken. Ich denke aber mal, dass ich nach dem Tempel gleich Schluss mache. Ja. Ich bin jetzt auch nicht. Ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte von Twilight Princess. Scheiße. Fuck. So. Es ist nicht schwer, das Rätsel. Stell mich aber gerade an. Ja. Ich finde es auch schön, dass das immer ein Herz abzieht. Ich meine, gut, ich bin auf der Hälfte vom Spiel, aber ich habe deutlich mehr Spielzeit, als was man haben dürfte eigentlich. Oder haben sollte. Zack. Okay. Dachte gerade, ich könnte das Spiel austricksen und da oben drauf bleiben. Ja, Timing, ich weiß. Es ist. Ich werde gleich wieder ein Game Over kriegen. Ich sehe es. Komm. Moment. So. Wenn ich mit. Achso, man kann das Ding sogar anhalten, wenn man drauf gedrückt hält. Er reagiert nicht so schnell, wie ich auf den Knopf hämmere. Scheiße.
Gut, eigentlich würde man nur ein Viertel Herzschaden nehmen. Da ich aber jetzt den vierfachen Schaden bekomme, kriege ich immer ein ganzes Herz abgezogen. Scheiße. Ich muss ich gleich echt für den Boss noch wieder mein blaues Elixier saufen? Ich will nicht. Okay, Uni, wo ist das Problem? Es ist doch eigentlich ganz leicht. So, und dann so. Und dann so. Nächste ist doch nicht so schwer. Einmal konzentrieren. Eieiei. So, Mastertruhe, Masterschlüssel. Oh Gott. Du hast einen großen Schlüssel. So, habe ich noch irgendwas vergessen in diesem Kacktempel? Irgendeine Truhe noch vergessen? Nö. Gut. Ja, drehen wir halt jetzt mal irgendwie hier die Sachen. Und eigentlich müsste das gleich langsam rausfliegen, aber okay. So. Zack. Dahin. So, drei Herzen und damit zum Boss. Juhu. Ich glaube, der Boss macht aber nicht so viel Schaden eigentlich, oder? Ich meine, ich habe das Elixier noch, aber ich will es nicht nutzen. Moment. Ja, und dann so. Und dann wieder drehen. Achso, das ist jetzt. Warte mal, nee, das ist noch nicht der. Achso, ich muss spammen. Sag das doch. Link, du verdrehst da deinen Kopf so ein ganz kleines bisschen. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht ganz und gar nicht gesund aus, aber okay. Wenn du meinst. So, warte halt. Gibt es noch irgendwo eine Fee? Doch eigentlich immer eine Fee vorm Bossraum. Eigentlich. Im Schädel versteckt. Dann halt nicht. So, Link, dreht hinein und erfreue dich an einem neuen Boss. Der Boss ist sogar relativ cool, muss man sagen. Relativ simpel, aber cool. Und es gab keine Fehler. Scheiße. Was zum Teufel? Das sah gerade sehr merkwürdig aus. Hi. Oh, hi, Santo. Kaum zu glauben, dass du den Weg hier überhaupt überlebt hast. Mann, und doch welch ein Jammer, wirklich bedauerlich. Warum scrollt der Text automatisch? Das gefällt mir nicht. Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Ja, ich habe seine Stimme wieder vergessen, aber passt schon. Ich mag es nicht, wenn irgendwie Texte automatisch scrollen. Das ist voll blöd und so. Naja. Und er haut ein finsteres Schwert in ein Skelett rein. Was kann da nur schief gehen? Richtig, alles. Leuchtende pinke Augen. Naja, soll eigentlich rot sein, aber sieht mehr pink aus. Nix. Ja. Hi. Ach ja, der Boss ist schon Riesenfossilbestie Skeletulor. Skeletulor. Auch so ein interessanter Name. Wow, Moment. So. Der Kampf ist eigentlich recht simpel. Wenn ich den richtigen Knopf drücken würde. Moment. Link, du hältst jetzt hier nicht drauf an. Okay. Oh, das war knapp. Es hätte jetzt blöd ausgehen können. Wie? Nee. Ach so, warte mal. Er kann Feuer speien? Nee. Schatten kann er speien.
Ach so, und hier sind... Ah, das sind die Skelette. Ach so, hier am Rand waren... ja, hier am Rand waren solche Dinger. Okay, das ist das Schwerste, an den Skelettkriegern vorbeizukommen. Okay. Das sind auch die, glaube ich, die im Schloss später sind, oder nicht? Meine. Oh Gott. Die Dinger sind gefährlich. Ja, und dann nochmal. Alle guten Dinge sind drei und ja. Deine Wirbelsäule war so ein bisschen ungeschützt, Kumpel. Tot? Wer weiß. Und da wird erstmal der ganze Sand abgelassen. Wo auch immer jetzt seine Knochen hin sind, abgesehen vom Schädel. Das macht nicht so ganz Sinn, aber okay. Zack. Und wieder Spam. Bringt das Wort irgendwas? Ja. Ansatzweise. Seine Knochen sind weg, sein Kopf liegt da noch. Irgendwie ahne ich, dass es nicht alles war, oder? Natürlich war es nicht alles. Das war ja mal easy. Ich glaube, die Schwierigkeit ist nur herauszufinden, wie man ihn besiegen kann. Ja, das und dass er eine zweite Phase hat. okay, ich bin auf der richtigen Seite. Die Phase hier ist zwar jetzt nicht gerade schwieriger, aber sie ist auch interessant. Das Schwerste momentan ist eigentlich eher, dass ich einfach einen Schaden habe und keine Herzen finde. Ja, und dann... ja. Ich wollte eigentlich nach dem ersten Treffer das blaue Elixier nutzen. So. Wir fortsetzen. Muss ich jetzt eigentlich in der ersten Phase anfangen oder in der zweiten? Ich fange in der ersten Phase an. Okay. Soll der Schaden den Gegner verdoppelt? Ja. Nehme ich jetzt Blau Elixier oder nicht? Also die erste Phase könnte ich ohne schaffen eigentlich. Bei der zweiten Phase sollte ich es, glaube ich, nehmen. Aber das ist ein Plan. Muss ich jetzt die Sequenz auch nochmal... Ach, nö. Lichtszene. Kann ich die wenigstens jetzt skippen? Ich kann die skippen, okay. Dann geht das Ganze ja noch. Okay. Treffer 1. ja, 29 Mal. Die meisten davon sind aber im Early Game passiert, mit wenig Herzen. Und wenn ich einmal in Abgrund runterfalle, bekomme ich 4 Herzen Schaden. So, am Anfang hat man halt nur 3 oder 4 Herzen. Das macht das Ganze dann jetzt gerade nicht besser. Nicht dein Scheiß Ernst, du hast mir jetzt 3 Herzen abgezogen damit. Och, nö. Hey, 30 Tode. Den Add-Death-Befehl ist nur auf Mod-Ebene oder höher. Sonst könnte ja jeder herkommen und einfach das dann ganz so hochschieben. Da haben wir uns schon was bei gedacht, bei dem Befehl. Zack. Ja. Ich meine, gut. Theoretisch kann man so einen Befehl auch offen lassen, aber... die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer random das probiert und damit trollen könnte, ist bei solchen Sachen immer zu hoch. So, scheiß drauf, ich nehme jetzt mein blaues Elixier. So. Dann die bitte auch nochmal. Achso, muss ich jetzt echt. Zack. Das auch nochmal leeren. Eisel. Eifhaken. Und wo war jetzt der Bogen? So, und jetzt nochmal Game Over.
Dann kriege ich die Krise, wenn ich jetzt nochmal sterbe. Eigentlich sollte jetzt nichts passieren. Ich habe genug Herzen eigentlich. Es dürfte die maximale Anzahl sein, die ich aktuell haben kann. Zack. So. Eigentlich. Ich meine, ich habe noch ein weiteres Elixier dabei. Aber das Elixier will ich nicht nutzen, weil das ein relativ gutes Elixier ist. Wobei, das füllt auch nur alle Herzen wieder auf. Von daher. Ja. Also jetzt auch nicht so speziell. Oh Gott. Füllt alle Herzen wieder auf und gibt mir aber auch gleichzeitig noch einen. Er hat mir gerade 4 Herzen abgezogen damit. Ist jetzt nicht wahr, oder? Jetzt verkacke ich in der ersten Phase schon. Ich will das kleine Gelee nicht nutzen. Das. Und natürlich kommt das dann passend gerade davon. Ey, was ist denn hier jetzt? Wo ist das Problem? Oh, meine Güte. Lichtszene. Och, komm. Jetzt kann ich den Scheiß nicht mal skippen. Oh, wieder alles angucken. Ich habe noch ein Gelee. Ich weiß aber nicht, ob das wieder respawnt. Andererseits könnte ich es testen, ob es respawnt. Nach dem nächsten Treffer nutze ich es einfach mal, um zu gucken, ob es funktioniert, dass es respawnt. Ich weiß nicht, wo ich es eingesammelt habe, deswegen. Es würde mich mal jetzt interessieren, ob das echte Schleimgelee respawnen kann oder nicht. Wenn nicht, ja, bin ich traurig. Keine Ahnung. Es war jetzt aber auch, vor allem gerade beim ersten Versuch, bin ich super durchgekommen mit 3 Herzen. Und jetzt das. Ja, Link, lauf doch mal irgendwo hin, anstatt dich runterkicken zu lassen. So, 4 Herzen. Wie viel Schaden macht er? Ich bin gespannt. Im Optimalfall lasse ich mich jetzt nicht treffen. Bin ja gespannt. Na los. Er macht 3 Herzen, okay. Wo ist das Problem jetzt? Moment. Echte Schleimgelee. Wieso komme ich nicht an ihn ran? Hä? Ja, das ist wieder so ein typischer Uni-Moment. Achso, lol, der Effekt ist jetzt schon abgebrochen. Wow. Jetzt, komm, runter. Hier, 5. Okay, 5 Treffer. So. Ganze jetzt nochmal. Ach so, und jetzt mit Kreiseln. Okay. Bemerke ich irgendwas, die Kreisel kommen? Okay, ich sehe sie rechtzeitig. Irgendwie, es kommt mir extrem langsam vor. Ja. So sollte das Ganze, glaube ich, nicht sein. Vergessen zu klippen. Dann kannst du theoretisch im Nachhinein noch klippen oder als Highlight machen. So. Warte ich jetzt einfach mal hier dran oder wie ist das? Es ist doch. Ist jetzt nicht wahr, oder?
Natürlich in dem Moment, wo ich rüberspringe, kommt da so ein Scheißding an. Ach Gott. Ja, und jetzt komm runter. Okay. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es ist vollkommen egal, wie oft ich den treffe. Hauptsache, ich muss das dreimal machen. Wow. Das ist aus der guten Zeit geworden, wo man noch Jump Attacks machen konnte für mehr Damage. Und die Bosse dadurch schneller weggefegt worden sind. Sprung. Mal drüber. Irgendwie. Dieser Bosskampf ist echt. Oh, der ist echt schrecklich. Er macht echt. Er ist interessant, aber er macht keinen Spaß. Ja, und ich war. Ich tobe noch. Ja, weil ich jetzt ziemlich unten war. Oh Gott. Ich habe diesen Boss übrigens nicht so nervig in Erinnerung. Eigentlich habe ich ihn relativ human in Erinnerung. So. Genau, ungefähr so wie jetzt. Und dann, zack. Zwei, drei. Okay. Geht doch. Hat mich ja nur mein blaues Elixier und mein echter Schleimgelee gekostet. Und dann fällt er in Slow Motion. Ist klar. Ah, kann dauern, hab Zeit. Ja. Zeit habe ich eigentlich auch. So. Und da kommt das schöne Schwert an und zerbricht. Uhu. Man kann übrigens wieder runterfallen in die Arena. Das will ich aber jetzt nicht. Gehen wir, Link. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Herz konnte ihn erhalten. Die Zahl der Herzen steigt um 1. Mhm. So. Dann darfst du den ganzen Turm wieder nach oben rotieren. Das ist ein bisschen Spiel speichern. Ja. Das ist ein bisschen langweilig. Es kostet halt unnötig Zeit. Spiegelkammer. Achso, stimmt. Ist ja gespiegelt. Das heißt. Ach, das Spiel ist in der Spiegelkammer gespiegelt, ja. Ne, hier lang und. Also ich mache jetzt noch die Sequenz, die jetzt gleich kommt. Dann gehe ich nochmal kurz wegen dem Schleimgelee gucken, ob ich es nochmal sammeln kann. Und dann mache ich für heute wahrscheinlich Schluss. Sind auch wieder dann fast 3 Stunden gewesen. Ja, bis dahin bestimmt 3. Hast du schon getestet? Ja, ich bin irgendwann mal. Das sind solche Sachen, das macht man einfach mal. Ach so. Das kam vorher auch noch. Okay. Du kannst quasi runterspringen, dann den Turm wieder hoch rotieren mit dem Kreisel. Dem Beyblade. Ist jetzt mehr oder weniger spannend. Von daher. Wieso sind hier so viele? Moment. Erstmal so. Nein. Ja, theoretisch. Kann ich den dritten auch noch haben? Nein. Okay. Wo kommen die Fledermäuse her? What the fuck? So, und jetzt aber. 1 und 2. So, jetzt haben wir hier oben auch einen Teleport.
Dingens. Es ist der beste Teleport im ganzen Spiel. Der bringt einem eigentlich gar nichts. Also nicht so wirklich. Man braucht ihn zwar für eine Sache nochmal, aber ansonsten bringt der Regen gar nichts. Weil in Dungeon kommt man auf die Art und Weise nicht mehr rein. Von hinten. So, wieder Spin to win. Und wir ziehen irgendwas aus dem Wüstensand hoch. Macht das überhaupt Sinn, dass das. Eigentlich macht das keinen Sinn, dass da jetzt irgendwie was im Boden vergraben war, wenn da eigentlich Steine sind. Aber okay. Seien wir mal nicht ganz so genau. Oh nein. Der Spiegel, es ist nur noch ein Viertel da. Und dann wird die kleine Mietner sauer. Ach ja. Oh, hi, wir werden beobachtet. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend, nicht Ende. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat, hört uns, ihr Träger des Siegels der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Ihr seid auch irgendwie extrem creepy. Sein Name ist. Ganondorf. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die Gewalt über das Heilige Reich zu erlangen. Flashback zur Queen of Time. Da er über dunkle Kräfte verfügte und in Magie bewandert war, wurde er weiterhin gefürchtet. Gefürchtet? Keine Ahnung. Der Text scrollt automatisch. Scheiße. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnliche Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Verborgen oder verboten? Oder verborgen. Es war in Ocarina of Time ein wenig anders mit der Verbannung von Ganon. Wobei, nee, halt. Jedoch. Jo, jetzt erstmal einen Kraftschub, Boss-Logik oder Bösewicht-Logik. Ich bin kurz vorm Sterben und muss es wohl eine Laune der Göttin gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte. Ja, kurz vorm Sterben und dann erstmal nochmal richtig die Kräfte entfalten. Das war mal ein Weise. Das könnte ein bisschen wehtun, die Narbe. Ich glaube, halt andere Probleme. Jo, die Weisen kommen nicht mit Gendorf klar und nutzen den Spiegel und verbannen ihn ins Schattenreich. Dadurch haben dann die Leute im Schattenreich Arschkarte, beziehungsweise doch eigentlich Arschkarte und. So kam Twilight Prince zustande, weil Ganon da quasi wieder Kraft bekommen konnte. Ende. Die Waisen haben Scheiß gebaut, so ist es. Ich habe vergessen, dass es Zelda ist. Ich dachte, es wäre ein Mystery Name, aber in der letzten Sekunde fiel mir Ganondorf an. Also.
Ja, und jetzt trauern sie um ihren Waisenkumpel. Ach so, der Weise des Lichts ist quasi draufgegangen. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Zante übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben erwarten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eine findet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Die zweite übrigens, die genannt worden ist, macht keinen Sinn. Rein logisch gesehen, aber okay. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt. Also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut. Auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. So, kann ich jetzt hier nochmal reden? Also, ich sag mal so, ich verstehe das Ganze so. Das Spiel spielt nach Ocarina of Time, 100 Jahre ungefähr. So, in Ocarina of Time hat man ja quasi Ganondorf das erste Mal kennengelernt, so richtig. Also, was ist kennengelernt? Ich glaube, vorher gab es immer nur Ganon und in Ocarina of Time war es dann Ganondorf, halt die menschliche Fassung von ihm. Die nicht tierische Bestie. Und wenn man quasi ihm nicht den Zutritt zum Heiligen Reich ermöglicht und quasi als junger Link in Ocarina of Time einfach seines Weges geht, dann ist das, glaube ich, jetzt, wo Twilight Princess spielt, weil dann werden irgendwann in Zukunft die sechs Weisen des Landes oder die sechs Weisen, die der Gött die den Göttinnen dienen und so weiter, die werden dann quasi hier an diesem Ort Ganondorf hinrichten wollen. So, die Hinrichtung ist aber daneben gegangen, weil auch Ganondorf schon ein Triforce hatte. Das ist der Kraft. So. Damit haben die nicht gerechnet. So, Ganondorf hat da dementsprechend dann den Weisen des Lichts, ja, vernichtet, umgebracht, whatever. Und da sie keinen Ausweg mehr hatten, haben sie quasi Ganondorf mit dem Schattenspiegel, den es auf einmal gab, in die Schattenwelt, ins Schattenreich verbannt. So, im Schattenreich wiederum hat er dann quasi als sich als Gott ausgegeben gegenüber Zanto und Zanto hat quasi von ihm magische Kraft geerbt oder seine Kraft geerbt oder geliehen bekommen, keine Ahnung. Dadurch konnte Zanto quasi dann im Schattenreich Amok laufen und will jetzt die Lichtwelt übernehmen. Weil er findet es unfair, dass die Licht- und Schattenwelt existieren und will quasi das Zwielicht, das Twilight-Reich gründen. So kann ich mir die Story jetzt gerade zusammenbasteln mit der Sequenz hier. Klingt zumindest meiner Meinung nach logisch, das Ganze so ist. Also so verstehe ich die Story hier bis zu dem Zeitpunkt und so kann man sich die ganz gut, glaube ich, zusammenreimen, finde ich. Weil Ocarina of Time spielt vor Twilight Princess, das ist klar. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Ende, weil es ist ja diese tolle Logik mit drei Zeitachsen. Aber das müsste, glaube ich, die sein, wo genau, Ocarina of Time, dann Majora's Mask und dann kommt Twilight Princess, weil den Stalfos, den man hier trifft, also man trifft hier jemanden, das ist quasi der Link aus Ocarina of Time und Majora's Mask. In der Theorie ist, glaube ich, auch so in der Hyrule Historia festgehalten, also es ist Kanon. Und so kommt quasi Twilight Princess zustande. Ja. Das macht nämlich auch Sinn, weswegen er hier hingerichtet werden sollte. Weil quasi dadurch, dass Link in der Zeit zurückgereist ist, in Ocarina of Time, Zelda und dem König von Ganondorf erzählt hat und wie er zu seiner Macht kommt. Dementsprechend wurde er dann quasi gejagt, wurde irgendwann gestellt von den Weisen, die es dann irgendwann gab. Und sollte hingerichtet werden, damit er gar nicht erst irgendwie Unheil bringen kann. Gut, so viel dazu. Ja. Nächste Quest ist also Spiegelscherben sammeln, also die nächsten drei Tempel.
Wie gesagt, die zweite Scherbe macht keinen Sinn, rein theoretisch gesehen, aber das macht Ocarina of Time auch nicht, von daher okay. War schon. Es ist gerade Nacht. Ich port mich mal schnell zur Wüste und hoffe, dass ich noch schnell die Geisterseele da finde. Da müsste es nämlich noch eine Geisterseele geben.